Okay, Let's Play Kung Fu für das Nintendo NES, also Nintendo Entertainment System bei Kein Plan Gaming. Ja, wir haben das Spiel empfohlen bekommen von, also nicht empfohlen bekommen, es wurde im Rahmen unseres Gewinnspiels genannt von dem Nutzer 200785 Frosch, der gesagt hat, es sei das schwierigste Spiel, das er je gespielt hat. Ich habe das vor Urzeiten, oder nicht vor Urzeiten, vor kurzem eigentlich, aber vor Urzeiten auch als Kind schon mal gespielt und habe auch mal meine Schwierigkeiten damit gehabt. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, Ich soll das spielen. genau, Anna spielt das, weil ich will nichts damit zu tun haben. Und ich würde sagen, Anna, lass uns doch direkt starten. Ja. Drück mal Start und dann wieder Start. Player Game A. Oh, geht gleich los. Muss ich nach links laufen? Ist Ja. ungewöhnlich, oder? Lo, also. Du musst. Also. Kannst du irgendwie noch andere Moves machen? Ich glaube, du kannst auch irgendwie springen. Ah. Okay, ist es ein Karate-Meister jetzt daneben? Du hast auch ganz wenig Energie, sehe ich gerade. Pause. Mein Ton ist so laut. Ja, mein Ton funktioniert auch gerade gar nicht. Hey, meiner auch nicht mehr. So. Oh, das war's schon. Das Okay. war's schon, ja. Ja, ich muss mich erstmal eingrooven. Steht auch, das ist der erste Floor, also ich weiß jetzt nicht, wie viele es hier gibt. Hält er dich fest? Das Keine Energie schon, Ahnung. hat er dich irgendwie am Sack gepackt? So sah das jedenfalls eben aus. Du kannst auch springen, glaube ich, ne? Wenn du nach oben drückst, versuch mal. Ja, stimmt. Ist das nach oben drücken oder die andere Nach Taste? oben drücken. Okay, die dürfen dich also auf gar keinen Fall berühren, weil dann verlierst du Ja, super viel na Energie. toll. Und man kann sich nicht losreißen von denen. Nice. Ich weiß noch, das Spiel ist, stand eben auf dem Titelbildschirm von 1984, also. Oh, das ist ein Endgegner oder sowas. Bin ich tot? Ja, du bist schon wieder tot. Wie, muss ich jetzt ganz von vorne anfangen? Ja, den Level hier, ne? Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt wirklich durchspielen werden, weil, Nein, wir probieren das nur aus. Sag ich gleich von vornherein. du musst auswendig lernen, wann der kommt. Ah, jetzt habe ich ja schon verloren, oder? Naja, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja noch gut. Vielleicht solltest du diesen Bodenkick machen. Ich glaube, da hast du mehr Reichweite. Ja, ich bin ja schon fast wieder tot. Ja, egal, versuch's mal. Vielleicht schaffst du es zum Endgegner, dann kannst du wenigstens mal ausprobieren, was mit dem ist. Bodenkick jetzt machen bei denen. Kannst du einfach weiterlaufen? Oh, Alter! Der kann auch nach unten schießen. Ja, das hat er vorhin schon gemacht. Echt? Wie Game Over? Ja. Muss jetzt ganz von vorne anfangen. Ja, ich glaube schon. Oh! Es ist das Spiel. Alter! Aber ich glaube, guck mal, da oben, neben Ja? Player, siehst du so drei Balken, ja? Deswegen würde ich mal vermuten, dass es fünf Flure gibt. Und du bist jetzt im ersten, weil da blinkt das die ganze Zeit. Aber wie krass, dass man nach links laufen muss. Das muss man doch nie Ja, stimmt eigentlich. Wahrscheinlich, also ist jetzt nur geraten. Ich weiß nicht, wo das Spiel entwickelt wurde, aber falls es in Japan entwickelt wurde, das ist hier so, dass die Leserichtung von rechts nach links ist und vielleicht deswegen Ja. ist jetzt nur so eine. Mario geht von links nach rechts, ist jetzt nur geraten, das ist vielleicht irgendwie da was damit zu tun hat, aber. Auch gemein, dass sie schneller laufen können als ich, ne? Naja, müsst ihr noch überlegen. Und das ist der Endgegner. Mach den Bodenkick die ganze Zeit. Den Bodenkick. Schneller ran! Geh ran! Du musst rangehen! Du bist nicht aggressiv genug gegen ihn rangegangen. Du hast ihn nie getroffen, wenn du geschlagen hast. Aber sehr viel mehr kann ich nicht machen. Naja, doch. Du musst ja halt an ihn ran. Du musst ihn ja treffen können. Das macht voll Spaß, in solchen Spielen so klug zu schnacken. Oh Weil ja. es sieht so einfach aus. Man denkt sich auch, wenn man zu Hause sitzt, ja, geh doch näher ran. Mach doch einfach. Spring doch jetzt einfach und so. Aber. Oh, das ist ja eine feige Sau. Ich kann auch nicht ausweichen, ne? Oh Mann, jetzt bin ich ja Das, schon wieder ja, das tot. läuft jetzt echt beschissen dieses Ja, Mal. hier komm. Oh, so Aber. geil, die machen gar nichts, ne? Die halten mich fest. Zack, Lebensenergie sinkt.
Oh Mann, war wieder, ich war voll abgelenkt. So klassischer Anna wieder. Du hast mich abgelenkt. Ja, ich hab dich gar nicht abgelenkt. Ducken! Oh komm, Anna, also das Ziel muss es sein, dass wir zumindest den ersten Level schaffen. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen Markus, das ist wahrscheinlich gar nicht der Endgegner, ne? Ja, komm. Das ist garantiert der Endgegner. Vielleicht müssen wir echt nach rechts laufen. Aber das jetzt auch nicht jedes Mal töten lassen, wollen wir auch Continues hier, ne? Ich weiß. Also. Ach, du musst da klug schlagen. Und ein bisschen mehr auf den Bodenkick machen, ne? Nicht immer Faust. Das ja, klappt ja, am besten bei denen. Ja, wenn du meinst. Ja. Ich glaube, es ist scheißegal. Da klappt bei denen alles, was die trifft. Die brauchen nur einen Schlag von allem. Mann! Hallo, ich drück doch. Markus, zukünftig möchte ich Kameras hier haben. Kameras, die zeigen, dass ich drücke. Du schreist viel zu laut, Anna. Was? Ducken! Und geh ran! Das war wieder so... Da sind jetzt zwei Messerwerfer. Ich verstehe nicht so richtig, was du machst. Lass mich ver... Markus? Ja? Das ist nicht so... Sag mal, du hast das Spiel doch selbst... Du kannst das selber nicht spielen. Okay, ich versuche das gleich. Okay. Aber du musst den ersten Level wenigstens schaffen, bevor ich das probiere. Okay. Nee, Mama, sieht das halt so komisch aus. Da bist du so auf dem Boden. Und aber... Ich kann ja nicht laufen, wenn ich auf dem Boden bin. Ja. Deswegen fragt man sich, warum du dann da bist. Das war jetzt zum Beispiel super. Da bist du richtig in den Gegner reingegangen. Wie man das beim Kung Fu ja dann macht auch, ne? Okay. Was machen die eigentlich mit dir? Die kommen immer so mit erhobenen Händen. Ja. Die wollen, als wenn die dich, die wollen dich umarmen. Ja. So, und jetzt in den Gegner reingehen. Treten, 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 treten. Näher. Treten, 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 treten. Spring. Geh ran. Geh rein. Treten. Oh, verdammt. Ich hab ihn doch fast gehabt. Meinst du, dass es echt der Endgegner ist? Ja, der ist echt knüppelhart. Ne? Alle anderen Gegner haust du mit einem Schlag weg oder mit zwei Schlägen. Und der verträgt dir scheinbar echt viel. Aber ich weiß auch nicht, was der Trick bei dem ist, weil der greift dich oben und unten an. Ja. Keine Ahnung. Also das Spiel ist echt knüppelhart. Das hat ja der Frosch auch geschrieben, dass er das heute nicht mal mehr ins zweite Stockwerk schafft. Ah, so wie ja. Wir. Stimmt. Siehste. Das ist bestimmt nicht der Endgegner. Wie du versuchst, den wegzulaufen, finde ich super. Da oben steht Enemy. Noch einmal treffen. Ja, oben steht Enemy. Das habe ich jetzt gesehen. Siehst du, das war nicht der Endgegner. Geh einfach weiter, geh weiter! Nein, warum bist du... Der Bildschirm war zu Ende, du hättest nur weitergehen müssen. Jetzt echt? Ja, der hat sich ja nicht mehr weiter bewegt. Ach so! Und du gehst zurück ins Messer, willst du mich veräppeln? Ich wusste ja nicht, dass wenn Bildschirm zu Ende ist, das heißt nächster Level. Ja, das ist doch ein... Ich weiß es auch nicht, aber es ist doch ein starkes Anzeichen dafür, oder? Ich dachte ja, Ende, du musst die erst hier alle besiegen, dann geht's weiter. Dachte ich echt. Das wäre das Letzte, was ich ausprobieren würde in so einer Situation. Also oben Enemy-Balken ist der vom Endgegner. Ja. Ist wie in Castlevania. Das ist auch so. Mhm. Also jetzt gleich kommt er wieder. So, gleich kommt er. Geh einfach weiter an dem. Oh nein, oh, das ist ja eine richtig miese Situation. Jetzt geh in den Gegner rein! Was machst du? Was hast du gemacht? Was war der Plan? Ich wollte die alle machen, stell dir vor, aber Markus. Doch dann einen auf einmal und nicht abwechselnd. Oh Mann, leck mich. Markus, es ergibt so keinen Sinn. So schaffe ich das gar nicht mehr. Du hast es eben geschafft im Prinzip. Deswegen lasse ich das jetzt hier nicht durchgehen, dass du jetzt hier aufgibst. Na, jetzt solltest du vielleicht schon aufgeben, ja. Mit dem bisschen Energie. Ach. Ja, weißt du, wie ungewohnt das ist, zu springen mit der Hochtaste? Es ist unlogisch. Du springst ja immer mit den anderen Tasten in anderen Spielen. Kannst du denn auch nur nach oben springen oder auch so nach vorne oben? Geht auch, okay. Aber das geht wahrscheinlich, wenn du einmal hochgesprungen bist, dann kannst du nicht mehr irgendwie lenken, oder? Ducken! Oh, das war knapp. Das siehst du, das war doch jetzt hier wieder... Klasse gemacht.
Das ist doch ein Time Limit, sehe ich gerade. Aha. So richtig erkenne ich. Das sind keine Sekunden, die da runtergehen, oder? Das sind, ich glaube, das wären dann sehr schnelle Sekunden, oder? 136 Sekunden. So, und jetzt. Weiter, weiter, weiter. Treten, 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 treten. Sag mal, ich, mehr kann ich doch nicht machen. Na, ich hab eben, jetzt bei dem Versuch. Ja. Da hatte ich nur auf seine Energieleistung geachtet, nicht auf das, was du gemacht hast. Aber du hast ihn nicht getroffen. Also scheinbar hast du immer über ihn rübergeschlagen mit der Faust, während er sich geduckt hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das so war. Okay. Aber wenn er sich duckt, dann solltest du natürlich nicht die Faust benutzen, weil dann triffst du ihn nicht, ne? Ja. Boah, siehst du, das hast du jetzt richtig routiniert drauf. Sag das nicht, das war Glück. Das war kein Glück. Stell dir einfach vor, du wärst jetzt Jean-Claude Van Damme. Oh ja, okay. Stell dir das mal vor. Dann, was ist dann das? Bist du motiviert. Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ja, nee, nochmal! Noch einmal treffen! Noch einmal treffen! Ja, und jetzt geh weiter, einfach weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Siehst du... Juhu! Aber Markus, jetzt spitzt du. Nein. Den zweiten Level guckst du dir auf jeden Fall auch noch an. Ja, aber wenn ich da jetzt sterbe, muss ich halt ganz von vorne anfangen. Den zweiten Level schaust du dir an in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.